6/8-Takt. Zunächst Lagu-Technik bis 6 abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 1. Wichtig für den 6/8 ist, dass der 6/8 in zwei gleich große Gruppierungen, und zwar jeweils zwei Dreiergruppen, unterteilt wird. Wir haben also einen Schwerpunkt auf 1 und einen leichteren auf 4. Ich zähle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das kommt uns bekannt vor, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wir sprechen jetzt natürlich nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, sondern wir haben kennengelernt die Dreiergruppe Takita. Wir können also zählen. Takita, 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 ta. Es ist jetzt aber sehr schwer zu unterscheiden zwischen der ersten und zweiten Gruppe, alleine durch diese Silbengruppen. Deswegen ist es sinnvoll, die zweite nicht mit Ta zu beginnen, sondern mit To. Ich zähle also statt Takita, Takita, zähle ich Takita, Tokita, Takita, Tokita, Takita, Tokita. Wir machen das mal. Takita, Tokita, Takita, Tokita, Takita, Tokita, Takita, Tokita, Takita, Tokita, Takita, Tokita, Ta. Nochmal langsam. Takita, Tokita, Takita, Tokita, Takita, Tokita, Ta. Jetzt ist es so, dass der Sechser häufig sehr schnell ist. Ja, also man hat häufig schnellere Sechser, zum Beispiel in dem Tempo. Takita, Tokita, Takita, Tokita, Takita, Tokita, Takita, Tokita, Takita, Tokita, Takita, Tokita, Ta. Und das ist dann manchmal ein bisschen umständlich zu sprechen. Takita, Tokita, Takita, Tokita, Ta. Es geht, kann man machen. Aber häufig wird es folgendermaßen gesprochen, und zwar die Fünfergruppe, die wir kennen. Da die Gina Dun wird einfach gestreckt zum Sechser. Da, die Ginnat und da, die Ginnat und da, die Ginnat und da. Ist quasi schon rhythmisiert. Und dadurch schwingt es ein bisschen besser. Ich sehe also jetzt nicht mehr Takita, Tokita, Takita, Tokita, Takita, Tokita, Ta, sondern da, die Ginnat und 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 da. Nochmal langsam. Da, die Ginnat und da, die Ginnat und da. Digina tunda, digina tunda. Schneller. Da, digina tunda, digina tunda, digina tunda, digina tunda, digina tunda, digina tunda, digina tunda. Zu üben wäre also zunächst erstmal Takita Tokita mit der Hand. Takita Tokita, Takita Tokita, ta. In verschiedenen Tempi und dann da, die Gina tun, da, die Gina tun, lang, ja, lang am Anfang. Da, die Gina tun, da, die Gina tun, auch mit Hand. Da, die Gina tun, da, die Gina tun, da, die Gina tun, da, die Gina tun, da. Das da wirklich den. Nochmal. Da, die Gina tun, da, die Gina tun, da, die Gina tun, da. Viel Spaß.